Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum weiteren Patch 9.1 PTR Raid-Test. Heute schauen wir uns im neuen Raid Sanktum der Herrschaft den fünften Boss, zumindest laut Dungeon Journal, an. Und zwar nennt der gute Mann sich Seelenfetzer Dormazain. Und hier haben wir auch schon einen Altbekannten, denn der quält den armen oder den guten oder den bösen Garrosh Höllschrei. Und der Garrosh Höllschrei schreit auch die ganze Zeit während des Kampfes, wenn man Ingame-Sound anhat. Und ja, auf jeden Fall hier auf dem Schwierigkeitsgrad heroisch. Und dann schauen wir uns mal den Boss an, was er so kann. Das ist hier schon die erste Mechanik. Man muss hier immer quasi ausweichen. Es gibt quasi diese vier Felder oder diese vier Flächen. Und es ist immer nur eine Fläche quasi safe. Und das muss man halt möglichst schnell erkennen. Man muss quasi... Ja, ich habe meistens nach hinten geschaut. Man kann aber sicherlich auch das erkennen, wenn man nach vorne schaut oder vorne schaut. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine schwere Mechanik in Anführungszeichen. Man muss immer relativ schnell checken, wo quasi safe ist. Ja, ansonsten kommen hier auch immer wieder in Intervallen diese schlundgebundenen Qualbringer. Und diese schlundgebundenen Qualbringer, ihr seht es auch, da sind so Argusflächen drinne. Diese Argusflächen bekommen auch zufällige Spielercharaktere. Und wenn ihr diese habt, dieses Brandmal der Qual, so nennt es sich, glaube ich, dann müsst ihr mit diesen Flächen in diese Adds rein, denn dann erleiden diese Adds 50% mehr Schaden. Und das ist natürlich wichtig. Außerdem spawnen natürlich die Adds an zufälligen Stellen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr hier Todesritter dabei habt, denn dann könnt ihr quasi diese Adds an eine Stelle oder in den Boss sogar reinziehen und das ist einfach super, super optimal und perfekt. Und deswegen ist bei diesem Boss höchstwahrscheinlich auch schon diese Klasse Pflicht, nämlich der Todesritter oder der DK. Und ja, generell sind so Klassen gut, wie zum Beispiel auch die Eule, sicherlich mit Typhoon kann man mal nachhelfen und diese Adds in den Boss kicken oder halt zusammen quasi stacken oder halt auch ein Dämonenjäger mit seinem Brandmal, also Tankdämonenjäger, der hatte auch so ein Mal, dass er die dann zusammenzieht. Aber deswegen, ja, höchstwahrscheinlich ein komischer Boss, wo wieder so gewisse Klassen Pflicht sind, wie zum Beispiel, weiß nicht, drei oder vier Todesritter, damit man einfach safe geht und die immer schön zusammengrippen kann und das ist dann halt optimal, ne? Ansonsten, der Boss kann echt nicht viel, muss ich sagen. Ihr müsst halt immer ausweichen diesen Flächen. Dann kommen diese Adds, die müsst ihr mal töten, kicken und wenn ihr das Brandmal habt, rein damit in diese Adds rein. Und ansonsten, jetzt kommt aber quälende Zugabe, nennt es sich, und wenn er das castet, dann wird gleich, ja, dann passiert quasi Folgendes, und zwar kommen ganz schnell hintereinander weg diese roten Pfützen oder Flächen und da müsst ihr dann halt ausweichen, ist dann angesagt. Das ist die Ausweichphase, müsst ihr schauen, wo immer safe ist. Es geht relativ schnell, ja, das kommt dann zack, 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 hintereinander. Und ja, einfach ausweichen. Hexerportal hilft da sicherlich auch zur Not. Wie zum Beispiel jetzt ist man ganz darüber. Oder ist natürlich ein Hexerportal optimal. Und ja, dann haben wir das alles vernünftig ausgewichen. Und dann geht es quasi wieder von vorne los. Eine Fähigkeit kommt aber noch. Und zwar werden gleich so Ketten kommen. Oder die kamen vielleicht auch schon. Und diese Ketten, da sind dann drei Stück. Die müsst ihr brechen quasi, um Garrosh Höllschrei wieder zu befreien, in Anführungszeichen, denn wenn er ihn nicht befreit, dann wird er ganz böse und schreit hier rum und dann tötet er euch quasi. Und es ist wohl auch so, zumindest auf heroischen Schwierigkeitsgrad, dass man dann in 5 Minuten Debuff hat. Man kann also nicht immer die gleichen Leute einteilen, die diese Ketten brechen, sondern es muss immer jemand anderes brechen. Und jetzt haben wir wieder hier die Adds, ihr seht es schön vom Dämonenjäger-Tank gemacht, schön da das Mal platziert und die sind wieder schön gestackt. Wir haben zumindest auch hier einen Frost-Todesritter dabei. Das ist stark und ja, einfach schön zusammen möglichst kicken die Adds, am besten noch in den Boss rein und dann seid ihr auf der sicheren Seite und wenn ihr das Brandmal habt, auch einfach in die Adds rein, damit sie 50% mehr Schaden erleiden. Ja, ansonsten kommen auch ab und zu noch so blaue Flächen, auch hier einfach ausweichen angesagt, nichts Besonderes. Und wenn keine Adds da sind und ihr das Brandmal bekommt, dann würde ich euch empfehlen, stellt euch irgendwo außen hin, stellt euch damit nicht irgendwie in die Boys rein. Und jetzt kommen hier diese Ketten, ihr habt es gesehen, ich habe instant eine angeklickt, instant gebrochen. Ihr solltet diese Ketten aber nicht alle drei gleichzeitig zur gleichen Zeit quasi brechen, sondern immer so in Intervallen warten, bis die Gruppe wieder getoppt ist. Denn wenn ihr so eine Kette brecht, gibt es massiven Raid-weiten Schaden. Und wenn ihr alle drei gleichzeitig brechen würdet, würde euer Raid einfach drauf gehen. Oder wenn ihr vielleicht krass seid, zieht ihr alle CDs rein und brecht alle drei gleichzeitig. Das geht vielleicht. Aber ja, für Packgruppen sicherlich nicht zu empfehlen.
Und ansonsten, jetzt ist wieder hier Ausweichen angesagt, jetzt sind auch noch die Ads da, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Die Ads laufen übrigens auch zu Garrosh hin und machen auch die ganze Zeit einen Cast und diese Ads dürfen natürlich niemals Garrosh erreichen und dieser Cast darf auch niemals durchgehen, sonst passieren böse Dinge und das wollt ihr halt alles vermeiden. Jetzt kommt wieder dieser Tanz, nenne ich es jetzt mal, quälende Zugabe ist immer dann, ja oder dann, wenn er das castet, dann kommt immer dieser Tanz. Und hier müsst ihr dann wieder gucken, schnell reagieren und ausweichen. Und wie schon gesagt, muss ich sagen, dieser Boss fühlt sich ein bisschen unfertig an. Ein bisschen wenig Mechaniken, aber vielleicht ist das auch einfach so ein Boss. Ist ja gerade mal der fünfte Boss, zumindest laut Dungeon Journal. Vielleicht ist es auch okay für den fünften Boss. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen ist das vielleicht auch ein Damage Race Boss. Vielleicht hat er einen harten Enrage Timer auf mythischen Schwierigkeitsgrad zumindest. Und dann ist vielleicht hier Damage die Schwierigkeit, weil während des Tanzes immer noch viel Damage zu machen, vor allem als Caster, ist nicht so leicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Fire Mage spielt, muss man da eher dann warten auf die Combustion, bis sie wieder ready wird. Jetzt habe ich hier sogar mal eine blaue Fläche getankt, weil ich gerade in meiner Combustion bin oder mein CD halt gerade gezogen habe. Und man kann sogar auch die blaue Fläche tanken, so ist es nicht. Und ihr solltet wahrscheinlich auch den Tank immer möglichst mittig im Raum tanken, weil die Ads spawnen immer hinten meistens. Und nicht vorne bei Garrosh. Deswegen immer am besten so, ja, hinten oder mittig den Boss tanken. Damit man relativ schnell dann zu den Ads gelangt. Und wie gesagt, es ist auch Zufall, wo diese Ads genau spawnen, das weiß man nicht. Das ist wieder so ein bisschen ein kleiner RNG-Faktor. Und wie gesagt, Todesritter ist hier vermutlich Pflicht. Und jetzt nochmal hier Ketten angesagt. Ja, Ketten müssen nochmal gesprengt werden. Und jetzt wipen hier mal wieder so langsam an Lucky. Ja, wir werden den Boss ja auch nicht töten, aber man muss auch bedenken, wir sind ja nur 12 Spieler und ihr kennt es vielleicht. Es ist meistens so, dass wenn man mit 12 Spielern raidet, es viel, viel schwerer ist, als wenn man mit 20 oder 30 Spielern raidet, weil dann fühlt es sich immer gefühlt einfacher an. Also das ist hier quasi noch der Hard Mode, wenn man mit wenig Spielern unterwegs ist. Es ist ja für gewöhnlich schwerer, meistens wird es dann immer erst gefixt im Laufe des Patches. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass hier noch gar nichts gefixt ist und dass einfach hier alles sehr, sehr schwer ist, wenn man es mit wenig Spielern macht. Und dementsprechend sind wir hier hauptsächlich, ich weiß gar nicht genau an was, wahrscheinlich einfach an der Heilung, zu wenig Heilung. Ketten wurden gebrochen und da waren keine Heal-CDs mehr. Und wie dem auch sei, das soll es eigentlich schon gewesen sein von diesem Boss. Ein Boss ist relativ einfach zu verstehen, keine komplizierten Mechaniken, das mit diesem Tanz vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen, wenn man hier das erste Mal ist, aber man sollte es recht schnell checken. Und ich bin gespannt auf die mythischen Mechaniken bei diesem Boss, wahrscheinlich wird es so ein Damage-Race-Encounter, kann ich mir gut vorstellen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne noch liken, das Video, wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.